ich habe das mal in einem Artikel, die haben da offenbar meine Artikel recherchiert. Ich habe in einem Artikel das mal versucht, mal auf wirklich ganz basaler Grundlage mal zu erörtern. Ich glaube, das Problem in der Europäischen Währungsunion ist darin zu suchen, dass die Zeitpräferenz der Menschen eine andere ist. Also es ist ein Konzept in der Ökonomie, wie sehr die Leute, sagen wir, den Gegenwartskonsum gegenüber dem zukünftigen Konsum präferieren. Mhm. Wenn Leute eine sehr starke Präferenz für den Jetzt-Konsum haben, also lieber im Heute als im Morgen leben, sparen sie sehr wenig. Dann haben sie natürlich auch einen niedrigeren Zins, weil sie wollen nicht so sehr entschädigt werden fürs Sparen, weil es für sie nicht so einen großen Wert darstellt. Mhm. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass diese Zeitpräferenz in Südeuropa deutlich niedriger ausgeprägt ist als in Nordeuropa. Das bedeutet, also in der ökonomischen Theorie ist der Zins nichts anderes als die Zeitpräferenz. Sie wollen entschädigt werden für den Verzicht auf Gegenwartskonsum, deswegen bekommen sie den Zins, wenn sie sparen. Und wenn diese Zinsen so stark, also die Zeitpräferenzen oder Gegenwartspräferenzen, kann man auch sagen, zwischen diesen beiden geografischen Regionen so stark auseinanderklaffen, dann klaffen auch die Zinsen, die den Menschen sozusagen immanent sind, die sie verlangen, sehr stark auseinander. Wenn dann jetzt eine Zentralbank kommt und sagt, wir machen Einheitszins, ja, dann ist das irgendwo im Durchschnitt der Zins. Aber der passt weder für die Nordeuropäer noch für die Südeuropäer, sodass man versucht, zwei unterschiedliche, sage ich mal, Geisteshaltungen, was Sparanreize oder die Bereitschaft, im Jetzt zu leben oder auch stärker in die Zukunft orientiert zu denken, zu investieren betrifft. Wenn man so zwei Regionen, die so auseinanderklaffen in ihrer Zeitpräferenz, unter ein Zinsdach zusammenfährt, dann kann das nicht gut gehen.